Jetzt haben wir darüber gesprochen, was es für Chancen gibt auf einen langfristigen Zeitraum. Können Sie uns noch verraten, denn diese Frage kam ja auch in der Redaktion, was ist der beste Zeitpunkt, um einzusteigen? Soll man jetzt einsteigen im Anleihenmarkt oder in 3 Monaten oder soll man noch warten, 1 Jahr oder was würden Sie sagen? Wie wir gerade schon besprochen haben, es ist mittlerweile wieder durch die vergangenen Zinsanstiege ein entsprechender Wert in Anleihen enthalten, der es attraktiv macht für Anleger, jetzt schon zumindest mit einem Teil und auch in gewissen Segmenten einzusteigen. Aber welche Segmente? Wir müssen natürlich, das wollte ich gerade sagen, eben unterscheiden und sagen, welche Segmente sind denn vom Zeitablauf her jetzt die richtigen? Und wir sind der Meinung, es macht sicherlich jetzt schon mal Sinn, einen Teil anzufangen, in langfristigen US-Staatsanleihen anzulegen, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen so weit erheben kann oder erheben wird, wie es der Markt einpreist. Als nächstes sind sicherlich Investment-Grade europäische und globale Unternehmensanleihe interessant. Und dann im späteren Ablauf können sicherlich dann auch wieder High-Yield-Anleihen interessant sein. Was heute ebenfalls schon interessant sind, sind nachrangige Finanzanleihen, also Anleihen von Banken und Finanzinstituten im Nachrang, weil wir hier attraktive Einstiegsniveaus sehen und die Risiken nicht so hoch sehen, wie es der Markt einpreist. Das Wichtigste, und das ist eigentlich die Kernfrage, die sich mir stellt, ist die Gesamtsituation nicht zu überschätzen. Die Abwicklung der Aktienrückkaufprogramme der Zentralbanken ist ein nie dagewesenes Phänomen. Wir sind mit den allgemeinen Zinsniveaus jetzt auf einem Level, die wir zuletzt 2008 gesehen haben. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf dieses Niveau bewegt haben, ist in den letzten Jahrzehnten nicht da gewesen. Das heißt, das aktuelle Zinsniveau ist sehr, sehr attraktiv. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns dahin bewegt haben, ist noch nie da gewesen. Was mir persönlich sagt, dass viele Anleger sehr, sehr nervös auf dieses sogenannte Quantitative Tightening reagiert haben und entsprechend mit einer etwas langfristigeren Perspektive nicht wichtig ist, wann ich wieder einsteige, sondern dass ich wieder einsteige. Und da mit einem graduellen Ansatz zu fahren, um sich langsam wieder Exposure im Portfolio aufzubauen, ist meines Erachtens genau die richtige Strategie, um entsprechend nicht diesen Sprung zu verpassen, den viele wahrscheinlich 2020 in der Corona-Pandemie verpasst haben, nachdem sie sich im April, Mai aufgrund dieser extremen Marktverwerfung nicht mehr getraut haben, im Aktienmarkt investiert zu sein und dann eine sehr, sehr große Rallye im Mai, Juni, Juli verpasst haben. Auf eine Makroperspektive, zum Beispiel unser Modell für US-Staatsanleihen. Dreifach Standardabweichung. Das ist riesig. Das bedeutet, können wir sagen, morgen, Sie müssen unbedingt morgen investieren? Vielleicht nicht, aber ist das viel attraktiver geworden? Ja, so ganz klar, man muss nicht alles jetzt investieren. Es gibt noch ein Zinserhöhungsprogramm von der Fed, vielleicht sie gehen zu weit und dann haben wir eine Rezession. Aber generell, kann man nur mit Aktien unterwegs sein? Wir glauben nicht. Deshalb, Anleihen sind attraktiver geworden. Staatsanleihen zuerst. Zweiter Punkt, Unternehmensanleihen wegen Inflation. Dritter Punkt, High Yield, auch hochinteressant. Wenn wir noch eine weitere Spreads haben, dann ganz klar, wir können noch eine gute Rendite verdienen. Und dann später, aber hier haben wir noch nicht diese, es geht um Katalysten und dann später Schwellenländer. So, progressiv ja, Anleihen ja, Volatilität, Opportunitäten und dann langfristig denken und ein bisschen Mut zu haben. Ein bisschen anders. Ich glaube, was man auch vielleicht sich nochmal vor Augen führen sollte, ist, dass nicht jeder quasi jetzt bei Null steht und einfach starten kann, sich zu überlegen, investiere ich jetzt neu, weil viele sind ja auch schon investiert und haben massivste Kursverluste auch dieses Jahr erlitten. Also ja, das stimmt. Aber ja, es ist interessanter oder attraktiver geworden. Wir sind der Meinung, dass man insbesondere sich auch den US-Dollar-Bereich, also was hier schon angeklungen ist, mit länger laufenden Staatsanleihen sich anschauen sollte, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Fed der EZB voraus ist auf der Zeitachse. Ne? Insofern wird die Fed oder die amerikanische Notenbank auch früher an den Punkt kommen, wo sie nicht weiter erhöhen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir berechnen zum Beispiel bei State Street einen Indikator, der nennt sich Price Stats, wo wir quasi tagtäglich uns sozusagen die Inflation anschauen. Da werden ganz viele Online-Preise abgegriffen
Und da deutet sich schon, zumindest in den USA, mal eine Verlangsamung an der Inflation. Ne? Also die Preisanstiege nehmen ab. Das ist in der Europa zum Beispiel noch überhaupt nicht zu erkennen. Ne? Insofern spricht das schon dafür, dass die EZB noch einen relativ langen Weg auch vor sich haben wird. Und insofern, denke ich, wird sich auch gerade auch für Investoren auch aus dem Euroraum bietet sich auch weiterhin der Dollarraum insbesondere an zum Investieren. Staatsanleihen oder eben auch weiterhin Investment Grade, also Unternehmensanleihen mit hoher Bonität. Ja. Wir sehen den Teil mit weniger guter Bonität, sprich High Yield, das denken wir ist noch etwas zu früh, weil wir eben denken, dass die Konjunktur sich weiterhin erstmal abschwächen wird, bevor es quasi wieder besser wird. Also das wäre quasi anders. Aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass die Fed sicherlich schon ein Stück weiter ist und dass eben insbesondere auch Dollaranleihen oder eben auch die länger laufenden Staatsanleihen insbesondere dort sicherlich sehr interessant sind. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema endlich wieder Zinsen im Anleihenmarkt.